Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse. Bayer, der deutsche Pharmakonzern, hat in den USA den nächsten Monsanto-Prozess in Sachen Glyphosat verloren. In diesem neuen Fall sprach das US-Gericht dem klagenden Paar jetzt keine Millionen, sondern eine Milliardenentschädigung zu. Das ist die ganze Nachricht. Aber welche Auswirkungen das haben kann, das wollen wir Ihnen jetzt mal zeigen. Etwa 13.400 Klagen sind in den Vereinigten Staaten gegen die Bayer-Tochter Monsanto noch anhängig. Und hat auch nur ein Teil dieser Klagen Erfolg, dann kann das durchaus die Existenz des Bayer-Konzerns bedrohen. Daher bleibt den Leverkusenern im Moment nur die Hoffnung auf Milde in der nächsten Instanz. In der offiziellen Stellungnahme zum neuesten Urteil zeigt sich Bayer deshalb auch noch kämpferisch. Rechtsmittel sollen jetzt her. Das ist klar, denn der Druck steigt. Die Stimmung ist außerordentlich mies, wie die noch nicht sehr lange zurückliegende Hauptversammlung gezeigt hat. Noch niemals zuvor wurde einem DAX-Vorstand die Entlastung verweigert. Diejenigen, die Anlegerinnen und Anleger, die Bayer viel Geld zur Verfügung gestellt haben, die sind mächtig angefressen. Und dies ist der Hauptgrund. Bayer, einst Vorzeigeunternehmen mit Strahlkraft, versinkt langsam aber sicher im Glyphosat-Morast der Konzerntochter Monsanto. Und der Aktienwert gleich mit dazu. Vor einem Jahr stand der nämlich noch bei 100,47 €. Und heute sind es noch 55,33 €. Fast die Hälfte. Glyphosat, dieses Mittel überlagert den Kauf von Monsanto, der eigentlich ein guter war für Bayer, denn nicht alle Zahlen sind übel. Aber dieses Pflanzenschutzmittel Glyphosat hat alle Zutaten, Bayers Zahlen in ein vollkommenes Desaster zu stürzen. Dieses Thema wird das Unternehmen, dessen Mitarbeiter, aber eben auch die Anlegerinnen und Anleger noch sehr lange beschäftigen. Und auch sehr bald die Frage, ob eine Kursänderung beim Umgang mit den Klagen vonnöten ist. Auch der deutsche Aktienindex ändert heute die Richtung, allerdings ins Plus, denn noch gestern war er tief im Minus. Jetzt dreht sich das Vorzeichen und auch die Stimmung. Und zwar ordentlich. Schlussstand heute 11.992 Punkte. Das sind 115 Zähler mehr als gestern. Allerdings lässt sich daran mitnichten ein Trend ablesen. Denn zum einen reicht ein Tweet von Donald Trump im Handelskonflikt und das Ganze dreht sich wieder um, wie wir das ja schon gestern sehen konnten. Und zum anderen fließen eben immer noch neue Unternehmensnachrichten an der Börse ein. Deshalb wünsche ich Ihnen, wie immer an dieser Stelle, einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns zusehen.